Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Schon etwas länger her, ne? So, jetzt muss ich mal kurz Überblick verschaffen. Ja, ein Update. Traumhaft. Lass mich ihn reden. Ich habe dir nichts getan. Wie schaut's hier aus? Ach, da meine Güte, das ist ja schon einiges los hier. In den Küsten ist Wasserzellen, ja. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir noch alles am Laufen hier? Unser Zug, wo schlumpft denn der hier rum? Also es ist ja so, ich habe jetzt viel am neuen Server gearbeitet. Weil ich habe jetzt einen Feed the Beast Server aufgemacht mit der 152. Also ein öffentlicher, wo jeder zugreifen kann, also jeder mitspielen kann, wenn er will. Dort bin ich eigentlich auch sehr aktiv, dort spiele ich ja so einige Stunden am Tag. 5 Stunden aufwärts sicher. Ich sag, da kann jeder mitspielen und da muss man halt natürlich immer alles einrichten, die ganzen Plugins sicher machen, dass keiner griefen kann. Das dauert halt jede Menge, deswegen konnte ich auch keine Videos mehr machen. So, Zug ist keiner da. Wir schauen mal, wo der rumschlumpft hier. Aber es werden jetzt wieder ab und zu mal ein paar Videos kommen. Ich sag mal, Daten ist noch alles in der Einstellungsphase beim Server. Aber soweit läuft eigentlich alles spitze. Hallo, kann ich mal zugreifen, ja. Es ist eigentlich alles sicher, man kann jedes Inventar, was man besitzt, kann man sichern. Also griefen ist eigentlich, wenn der User darauf aufpasst und wirklich alles sichert, ist das griefen, ich sag zu 99,99% unmöglich. Sonst liegt's am User meistens. Okay, hier ist alles leer, das passt brav. Also wir hatten ja jetzt einen heute, gestern, bei dem wurde gegrieft. Da haben wir gleich natürlich geschaut, woran liegt es. Liegt es an der Einstellung an uns oder haben wir irgendwas vergessen, ein Inventar hinzufügen, und dann sind wir eben draufgekommen. Ja, der User hat ganz einfach vergessen, seine Kiste oder beziehungsweise das Inventar, weil bei uns kann man jedes, schmeißt ja jetzt alles rein, ne? Jede Kiste, jedes noch so scheißige Inventar kann man bei uns sichern. Also man kann hier die ganzen Apparates, alles kann man sichern, was ein Inventar besitzt. Ich weiß gar nicht, ob man Solarzellen sichern kann. Könnte natürlich auch sein, dass das klappt. Bin mir aber jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher. Ja, hier ist einiges drin, würde ich mal sagen. Ja, man merkt, dass ich halt schon lange nicht mehr hier gespielt habe. Müssten ja jetzt schon, ich glaube, 3 Wochen oder so gewesen sein. 2, 3, keine Ahnung. Aber man sieht schon etwas länger, deswegen ist hier alles ziemlich voll. Damit wir das mal alles rausholen. Kurz ein Status-Update machen und gucken, was wir alles reinhauen. Ach, Bienen haben auch rein. Das soll er zu Hause einsortieren. Ist ja doch egal. Also da ist der Rucksack. Ah ja, hier habe ich schon ein kleines Turm gebaut. Ein kleines. Einen kleinen Turm. Habe ich ja gesagt. Ah, Zug fährt wieder. Gut. Da kann man mal alles so lassen. Ist noch alles im grünen Bereich. Wir gehen nach Hause. Schau mal, die Farm, die müsste eigentlich noch laufen. Nee, die hat keinen Fertilizer. Das wollte ich nämlich noch automatisieren. Hier haben wir nur so, dass wir den mal automatisieren. Und zwar wird der wie gecraftet. Der hat ja Sand, bedeutet Sand. Das heißt, wir brauchen ein Automatic Crafting Table. Wir brauchen Interface, haben wir drüben. Wir brauchen einfach einen Import Pass. So. Und wir gehen, ja, ME Kabel vielleicht noch. Und ein Limiter brauchen wir auch noch. ME. Also ein paar Kabel werden wir brauchen, und zwar ein sowas brauchen wir noch. Dann gehen wir wieder rüber in unser schönes Häuschen da. Schauen wir da an. Wie gesagt, auf diesem Feed the Beast Server 1.5.2 kann jeder mitspielen. Natürlich Original Minecraft braucht man. Dann geht das schon. Und ja, kann dir einfach mal vorbeischauen. Dazu einfach mal Form registrieren. Also registrieren vor ist Pflicht. In Teamspeak erscheinen. Also sprich, man muss auch in Teamspeak einmal online sein. Es ist keine Teamspeak Pflicht, aber es wird mindestens Teamspeak vorausgesetzt. Damit man auch überprüfen kann, wer es ist und
mal kurz ein bisschen plaudern kann mit denjenigen, mit denen man sich ein bisschen kennenlernt. Hier sagen wir, wie haben wir das hier mal gemacht? Kein Redstone-Signal. Okay, kein Redstone-Signal. Der überprüft, wie viel wir drin haben. Haben wir. Genau. Wie viel machen wir da? Ich sag mal 500. Also haben wir unter 500 macht ein Signal. Der arbeitet nur, wenn er kein Signal hat. Also arbeitet nur, wenn er ein Signal hat. So. Dann brauchen wir hier, müssen wir reintun. Ja. Was machen wir da? Einfach 27. Das ist ein ME-Interface. Und dann brauchen wir noch... Ah, Dirt haben wir eh hier. War das Dirt? Nee, das war Sand, ne? Sand. Sand, wo bist du? Was? 0M1? Was soll das heißen? 0 Milliarden, 100.000 oder was? Keine Ahnung. Dann hier... blau müsste das sein, ne? Okay. Gerade ein SMS bekommen, muss ich zurückschreiben. Sand in blauen haben wir gesagt. Da ist es. Dann sagen wir auch gleich hier noch. Ja, machen wir. Aber auch 27 ist eine dumme Zahl eigentlich, ne? Aber egal. Und hier oben müssen wir sagen. Zack, zack. Und die haben es falsch gemacht, ihr habt es gemerkt, ne? Wir brauchen ja hier Appetite und nicht. Haben auch nicht viel. Warum haben wir so wenig Appetite? Ist ja kein Wunder, dass wir keinen Fertilizer dann haben. Natürlich doof. So, dich raus. Und hier sagen wir 27 das mal. Und dich in der Mitte. Zack. Und schon kann er arbeiten. Wenn wir jetzt schauen, müsste er eigentlich schon arbeiten, oder? Brauchen wir einen Fertilizer? Hier hinten 512. Okay, wir haben ja 500, also braucht ja logisch nichts. 500, reißt das Signal aus, passt. Jetzt haben wir Stack Mode, ziehen wir gleich raus. Dann haben wir das mal automatisiert hier, dass wir das haben, weil dass die Farm nicht immer unter Anführungszeichen trocken läuft. Sand, das. Mal alles aus dem Inventar rausschmeißen, was man nicht braucht hier. Das einzige Problem ist halt bei einem 1.5.2er Server, dass man halt keinen Redbauer mehr hat, aber es gibt ja Alternativen dafür, mein Factory Reloaded und so. Läuft natürlich auch viel stabiler, der Server. Also es gab bis jetzt noch keinen Längen, gar nichts. Die Grundstücke sind relativ groß. Es gibt auch Set Home, Warp, also man braucht nicht immer laufen, sondern kann mit Set Home wieder nach Hause, wenn man will. Wenn man ein Upgrade hat. Oder auch Warp Mine, da ist man direkt in der Mine, da braucht man auch nicht in die Mine laufen. Gibt coole Sachen. Wie gesagt, Direwolf Back ist das, 152. So, dann nehmen wir gleich mit. Nach Hause, dann haben wir zu Hause mal wieder ein bisschen drin, dann kann die Farm schön arbeiten. So. Weil das ist ja von der Frame Query, die wir mal hatten, die ich versehentlich mal laufen habe gelassen. So dumm wie ich war. So. Da ist noch alles im grünen Bereich. Ja klar, das passt. 12 Units. Was haben wir hier eigentlich alles am Laufen? Das habe ich schon mal ganz vergessen. Hier haben wir Erde. Puh, das scheint aber schon eine magere Baustelle hier zu sein. Das haben wir. Wie haben wir das gemacht hier? Das geht dann hier runter. Ich bin ja selbstvergesslich, ich muss echt mal schauen. Achso, da haben wir über Ender Chest damals gemacht, genau, der füllt die Ender Chest hier voll. Das läuft hier, das läuft auch. Also eigentlich haben wir hier alles schön hier automatisiert. Die Kissen sind alle voll mit irgendeinem Schund, weil ich das Laufen abgelassen. Jetzt mal die Erde noch raus. Geht das so? Ja.
Oh, du Kacke, was hier schon drin liegt, ihr seht es ja. So, da rein. So, wie gesagt, wir müssen jetzt mal ein Status-Update machen und mal nachschauen, was wir hier alles noch am Laufen haben. Weil ich ja hier nicht mehr so viel spiele wie früher, weil ich, wie gesagt, auf 1.5er spiele. Deswegen kann das jetzt ein bisschen langweiliger werden. Da ich mich jetzt wieder einbauen muss erst. Ah, hier in der Hand haben wir auch noch was. Zaun haben wir auch noch mit rein. So, und das hat alles ungewohnt, weil auf der 1.5er sind die ganzen Mods ein bisschen anders. Es gibt viele Erneuerungen in den Mods. Coole Erneuerungen, schlechte Erneuerungen. Muss ja alles dabei sein, kann ja nicht immer nur alles gut sein. So, die laufen auch noch alle. Die ist leer, das passt eigentlich nicht, aber egal. Sagen wir einfach, es passt. Hier läuft auch noch alles. Schön, pipi fein. Hier sollte entleeren, macht er nicht. Wo ist denn das Kart hin? Wo ist das Kart? Hallo Kart, können Sie bitte mal kommen? Wo ist das Kart? Zack, 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 hier ist es nicht. Einmal die Runde entlang laufen. Weil das hat mich auch gewundert, weil ich früher in die Truhen geschaut habe hier hinten. Da. Und da sind noch so viele Rohstoffe drin. Das dürfte normal nicht sein der Fall. Das müsste eigentlich alles weg sein hier. Weil das Kart holt ja das eigentlich alles ab. Hier auch. Also muss das Kart irgendwo gecrashed sein oder was? So, ich laufe da jetzt mal ab, aber es scheint nicht mehr da zu sein. Nein. Das heißt, wir bauen ein neues Kart. Haben wir noch irgendwo eins rumschlumpfen hier? Ah, hier ist noch eins. Oh, geht ganz einfach. Wird einfach erneuert, dann passt schon. Zack, fähr los. Fähr los, fahr los, so meinte ich. Hol die Sachen, komm, hol Pferdchen. Hier ist auch noch alles drin. Hier läuft auch noch alles pipi fein. Traumhaft, schön. Das gefällt mir, wenn alles so funktioniert, wie ich das will. Ja. Ich habe aber in der Zwischenzeit, glaube ich, die Wollefarben geändert. Wenn wir jetzt mal schauen. Was haben wir an Wollefarben? Ach du Kacke, wie viel wir da haben? 2000 Wolle? 1000 Wolle. Ich gehe mal schlafen, damit hier ruhig ist. Von den Monstern hier. Ich war ja... Wir haben ja, ich glaube, in der letzten Folge haben wir hier hinten die Turtles aufgebaut. Okay, die Schafe sind alle verreckt anscheinend. Na egal, sind sie halt weg. Also Wolle haben wir eh genügend. Mich wundert nur, warum die so verrecken. Oder sterben, sagen wir es nett. Genau, wir werden jetzt folgendermaßen machen. Wir brauchen einmal die Bläuer. Machen wir gleich zwei Stück. Bauen wir auch zwei Stück. Ich weiß nicht, wer gesagt hat, einmal, aber egal. Und einmal Blockbreaker. Oh, 159. Ach du Kacke. Na egal, und wir brauchen... Was brauchen wir noch alles? Erzählt mal, komm, top, hopp, ich höre nichts. Komm, schneller, redet mit mir. Okay, dann halt nicht. Deployer, zack, das. Setzt. Geerntet. Ne, da brauchen wir drei Deployer. Ich werde so eine automatische Highspeed-Farm bauen. Brauchen wir drei Deployer, das stimmt. Dann brauchen wir Logistik-Pipe, machen wir das, ist am einfachsten. Also brauchen wir Supplier-Pipes. Vier Stück normale Basic. Ein paar Sandstone-Pipe brauchen wir. Haben wir keine, machen wir welche. Ich hoffe, dass es die überhaupt da gibt, weil... Ich sag schon länger nicht mal gespielt. Brauchen Glas. Ja, die gibt's. Das passt. Ja, vorerst mal vielleicht noch Stone Pipes oder so. Nee.
was wir noch brauchen sind. Die Frage ist, Weizen haben wir ja relativ viel. Was bräuchten wir denn? Was wir nicht so viel haben. Das wäre dann... Eigentlich wollte ich Weizen. Was kann man aus Weizen alles machen? Aber Weizen haben wir schon 52.000. Naja, Strohballen ist ja natürlich auch nicht so schlecht. Da können wir Fertilizer raus, Feeding-Modul. Kompost gehen wir auch raus, das ist ja auch nicht schlecht. Wir können dort bauen, bis wir umfallen. Flur, Plankballs. Da können wir alles auf Biomasse umstellen. Oder Flur. Was ist ein Flur? Weißt du, zufällig jemand? Na mal gucken. Oh, das kann man auf Flur machen. Brot. Achso, ja, ja, das ist das Rezept. Das kenne ich schon. Oder wir setzen, was können wir noch ansetzen? Was haben wir also alles? Wir haben 57 Seiten. Ach du Kacke. Wir können noch... Gummi haben wir natürlich auch. Stickwiesen haben wir natürlich auch jede Menge. Sugarcane wäre auch was. Flex. Wir könnten Flex machen. Da bekommen wir jede Menge Dings raus. Ne, brauchen wir auch nicht unbedingt. Wobei so Kürbis oder sowas wäre gut. Ne, wie heißen denn die Pumpkin? Ne, schaut mir das. Ne, haben wir nix. Vielleicht zieht's. Flexizid, ne, wir haben keinen Pumpkin. Aber ich denke mal, bei Weizen werden wir bleiben für normale Seeds. So. Dann Bone Meal werden wir brauchen, also wir werden das so automatisieren, dass er automatisch Bone Meal draufhaut. Und mehr brauche ich nicht, doch eine hohe. Ja, mit der werden wir nicht weit kommen, da werden wir uns eine schöne Diamanthohe machen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, ob er das Feld, nee, das Feld behält dabei, glaube ich. Wir werden es gleich testen. Die Frage ist natürlich, wohin machen wir das jetzt, das Ganze? Ja, hinten ist natürlich doof, da haben wir keinen Zugriff irgendwo auf Applied Energistic oder Logistic Pipe. Ich würde das ja am liebsten gleich hier irgendwo, aber da haben wir auch nichts. Ja doch, hier hinten haben wir, ich glaube, was, oder? Ne, hier haben wir nur Energie, ist auch doof. Hier haben wir Red Power. Was haben wir hier hinten? Applied. Ne, eine Applied ist... Ja, habe ja auch eine Möglichkeit. Bauen die Speed Farm einfach hier genau mit hier rein. Und zwar brauchen wir hiervon einfach sowas und irgendwo Wasser. Wo kriegen wir jetzt Wasser her? Hier nicht. Müssen wir uns dann einmal organisieren. Bucket haben wir sogar noch mit Wasser gefüllt. Ey, das ist ja noch besser als wie keine Ahnung was. Schon direkt gefüllt. Dann wo sind wir hier? So, den machen wir am besten darunter. So, so, zack. Sollte eigentlich auch gehen. Ach, ich freue mich schon so. Morgen geht's auf in Urlaub. Also geht's um 5 Uhr aufstehen und dann ab in den Urlaub ans Meer. Ein bisschen planschen und so. Ah, da freue ich mich schon drauf. Richtig cool werden. So. So. So nach Italien. Ans Meer. Dagegen kann man nichts sagen. Ah, hier ist auch relativ langsam, ne? Wenn alle durchchecken muss. Voll abchecken. Dann brauchen wir noch ja, meinen ganzen Scheiß auch noch steuern, ne? Egal, das machen wir schon irgendwie. Ich habe noch keinen Plan wie, aber wir machen das, da bin ich mir ganz sicher. Mit eurer Hilfe geht das. Mal kurz testen, ob das so auch geht. Also zuerst muss hier Seed rein und hier Bone Meal. So, nee. Achso, Seeds, dann fehlt ja noch einer. Noch ein Deployer. So.
Und hier muss Bone Mill rein. Sprich, ein Schalter kommt hier hin, zack, wird gesetzt. Und hier wird dann gewachsen und dann wieder hier, also zack. Das geht, ja. Gut, soweit funktioniert das. Sprich, wir brauchen hier eigentlich nur einen Glockenkreis. Fertig. Oh. Geh rein hier. Blöder Hund, du. So. Also, folgendermaßen. Immer mal einen Schalter drauf. Ich muss nur kurz überlegen. Wir müssen zuerst die zwei austauschen. Das wollte ich jetzt nicht weg, damit hier. Also hier kommen die Seeds, danach kommt der und danach wird abgebaut, das passt. Also, setzen, größer machen, abbauen. Gut, 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 das funktioniert schon mal. Problem ist, wie steuern wir das jetzt am besten an? Von unten mit Applied und hier außenrum machen wir Red Power. Okay, also jetzt bin ich bei Bahnhof hier unten. Auf da! Na, komm! Omi, komm Omi! Du schaffst das! Beweg dich! Einfach Import-Bus, Export-Bus, den brauchen wir. Ich nehme jetzt einfach mal mehr mit. Wir bauen jede Menge ME-Kabel wahrscheinlich. Stack, ja, mit denen kommen. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Erzählt mal kurz. Wir brauchen ein Dimer, ist nicht schlecht, und wir brauchen Repeater. Da brauchen wir die und wir brauchen noch was, und zwar Red Alloy Wire. Schalter haben wir, gut. Mehr brauchen wir nicht. Vorerst. Schätze ich, hoffe ich. Ich weiß nicht, Mami. Ach, ich bleibe irgendwann mal hängen hier. So, folgendermaßen, es muss, wir fangen hier an, also sprich, so, repeat, zack, die Kurve, so, sprich, hier kommt der Timer hin, am besten hier hin, vorne ein Schalter, zack, abschalt mal. Dann kommt hier Red Alloy Wire, genau. Dann geht es hier weiter zum nächsten und hier weiter zum nächsten. Was natürlich doof ist, weil hier hinten nach raus fliegt. Dann müssen wir das so machen, dass wir den so machen. Und hier so. Genau so. Sprich, jetzt haben wir 4, 4. Und den sagen wir jetzt 10 Sekunden zum Beispiel. Okay, jetzt ist das Feld weg. Warum ist das Feld jetzt weg? Bin ich da drauf gesprungen oder was? Mal testen, ob das so geht, wie ich mir das gerade vorstelle. Das machen wir dann natürlich ein bisschen schneller, also Highspeed. Das war jetzt falsch, weil ich da oben die Schalter hatte. Gleich geht's. Warum wird das Feld immer dann wieder normal? Das stört mich irgendwie. Also, setzen, zack, abbauen. So. Dann machen wir beim Timer. Hallo, ich will den Timer bedienen. Genau, so ist es eigentlich relativ schnell. Das passt. Zack, zack. Da kann man es deaktivieren. Und jetzt müssen wir den ganzen Kack hier noch von unten mit Applied Energy Stick befüllen. Oh. Ja, oder das liegt daran, dass der da unten das Wasser nicht akzeptiert. Das heißt, wir müssen das Wasser noch irgendwo dann auf der Seite hinkippen.
Was ja natürlich auch egal wäre. So. Nochmal Fackeln. Wow, eine Fackel. Bin begeistert. So, hier. Hier und da irgendwo, ne? So. Ich habe mir irgendwie den Zug da abgeschalten, oder? Nee, passt. Achso, hier war der Repeater drauf. Deswegen. Tun wir den da hin, weil da muss der Repeater wieder drauf. Aha, so. So. Sonst klappt das nicht so. Hier hinten muss eine Kiste dran. Und aus der müssen wir rausziehen. So. Hier ist zu tief, ne? Zack. Also aus der Kiste müssen wir raus, also muss hier ein Importmodul rauf. Sonst müssen wir eh nichts raus, sonst muss überall eigentlich rein, ne? Also im... Ne, warte. Exportmodul, ja. So. So und so. Hier eins tiefer. Ich habe gesagt tiefer, nicht dahin. So. Ist trotzdem eins tiefer. Ich wusste ja. Ich habe schon vorher gewusst, dass ich hier abbauen muss. So, da. Dahin. So hin. Und so hin. Hier im ersten sagen wir, er soll Seed reinmachen. Ist ja eigentlich logisch, oder? So, mach Seed rein, stackweise. In denen sagen wir dann, er soll Bodenmehl reinmachen. So. Bodenmehl. Wo sind die Seeds jetzt da? Hier die Seeds rein. Das haben wir schon mal. Und hier soll einfach alles rausziehen. Stackweise. Passt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, wie wir das anschließen können. Ich schätze mal, hier unten haben wir ja irgendwo ME-System, ne? Da unten, ne? Wie kommen wir da am besten ran jetzt? Ich weiß, dass ich ja irgendwo runterkomme. Ich glaube, hier hinten. Genau, dann pullen wir es einfach mal hier durch. Oh, da kommt man ja fast genau da raus, wo ich wollte. Eins tiefer. Super, jetzt komme ich da nicht mehr rein. Das. Und hier entlang. Und das ME-System dann. Ja. Angeschlossen und es wird gleich wahrscheinlich voll gemacht, ja. Hier kann er nicht voll machen, weil er hat nicht so viel Bodenmehl. Was natürlich kein Problem ist, weil wir haben ja jede Menge Bodenmehl. Wir müssen es natürlich nur holen. Jetzt machen wir aber zuerst mein Inventar mal hier ein bisschen leer machen. So, das brauche ich nicht. Ah, das Wasser hätte ich gebraucht. Au, au, au. Ich wollte es eigentlich mit Logistikball machen, habe ich ja gesagt, oder? Na okay. Ist auch nicht so schlimm. Das brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. Entweder Platz hier. Aber was ich brauche, ist natürlich diese hohe. Die muss ich mir holen. Oh. Hohe. Oh. Nee, nicht die Hohe, das den Wassereimer wollte ich holen. Ah, denke ich mir gerade. Ich hatte doch eine, aber die habe ich ja im Inventar. Hier ist sie. Den Wassereimer brauche ich wieder. Und zwar platzieren wir das Wasser dann am besten unter dem Block hier. Also, ah, hier ist natürlich auch blöd, ne? Haben wir eh nur die Chance hier zu platzieren. Weil woanders geht eh nicht, weil das andere ist überall zu. Zu und hier auch noch zu. Zack, dann passt das. Und hier mit der Hohe nochmal drauf geklopft. Und natürlich angeschalten.
Zack. Zack. Abgebaut. Coole Sache, ne? Und wir haben ja jede Menge Bohnenmehl hier hinten. Nein, hier hinten. Beziehungsweise Knochen hier. So. Die lassen wir einfach in den Pulverisierer rein. Bekommen wir 6 Stück raus und haben jede Menge. Also eine Highspeed-Weizenfarm haben wir da. Liquid Transposer, Induktionsschmelzer, Pulverisierer, zack, rein da. Ihr seht, da bekommt man immer 6 Stück raus. Und wir haben einen Notfall, dann werden wir das machen, dass wenn uns mal die ganze Sachlage hier ausgeht, dass der uns das da einfach dann schnell durchmacht alles. So, rein da. Das Lied können wir eigentlich wieder hier reinhauen. Kann ich mal alles, wie gesagt, immer alles schön vormachen. Das kann nicht schaden. Wenn man ein wenig vormacht. Knochen brauche ich noch. Haben wir eigentlich ein Pulverisierer? Nee, haben wir nicht, ne? Am System dranhängen. Dass man es irgendwie automatisieren könnte. Ich weiß, dass ich Maserator habe, aber Maserator, ich glaube, der gibt nur 4 und das wäre natürlich schade, wenn wir hier noch verschwenderisch damit umgehen. Wobei, wir hätten es ja, aber muss nicht sein. Ein bisschen können wir hier auch arbeiten. Da könnten wir jetzt theoretisch irgendwo einen Ausgang machen. Dem hier Enderman. Geh weg, da lass mich in Frieden. Spawnt ein Haus drin, oder was? Klappe hier. Zack, anschalten. Und haben eine Highspeed Weizenfarm. Zack. Sieht's und so sind immer drin und wenn man das laufen lässt, dann ja. Weißt du, wie lange das geht? Geht das richtig? Weiß man ja. Ihr seht schon, wie schnell das eigentlich geht, ne? Kann man noch alles runtersetzen, eine Sekunde runter. Das kann man natürlich noch ein bisschen schneller machen, aber so schnell brauchen wir das auch nicht. Und so schnell hat man eine automatische Weizenfarm. Und kostet uns eigentlich nur Knochenmehl. Denn Weizen bekommt man ja immer wieder automatisch, beziehungsweise Seeds. Ist halt eine coole Sache. So kann man sich Seeds unendlich viel farmen, wenn man will. Auch nicht schlecht. Wo wir aber noch mal hingucken, bevor wir jetzt beenden. Hier ist natürlich ja alles mau, ist auch relativ wenig drin. Ich werde jetzt euch auch wieder einen Map-Download zur Verfügung stellen. Also in der Videobeschreibung habt ihr jetzt einen Map-Download. Wieder mal nach langem. Ich hoffe, das funktioniert alles noch so, wie es sein soll. Modpack müsste ja auch noch zum Download stehen und so weiter und so weiter. So, das funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr Lust habt, auch mit mir zu spielen, schaut auf dem Server bei, im Forum anmelden. Links sind ja in der Beschreibung. Dort steht auch alles. So, jetzt wieder da. Jetzt geht's irgendwie wieder. Also, wie gesagt, schaut einfach vorbei im Forum. Dort findet ihr alles über den Server. Es sind so gut wie keine Regeln auf dem Server, nur Standardregeln, also nicht Griefen und so Sachen. Ein paar kleine Einschränkungen gibt's ja, aber das hat man auf jeden Server, aber halt, ihr könnt frei bauen, wenn ihr sagt, ihr wollt eine Multiblock-Farm bauen, dann baut halt eine Multiblock-Farm. Wenn ihr sagt, ihr wollt, keine Ahnung, 2 bauen, dann baut halt 2, das ist auch egal. Also hinter dem Server steckt ein momentan sehr guter Root-Server, der noch nicht ausgelastet ist, noch lange nicht. Wir hoffen, dass halt Java das Ganze mitmacht. Also am Root-Server wird's, man kann nicht zugreifen, wird es nicht scheitern. Da kaufen wir uns einfach einen neuen. Und ja, regelkonform. Ja, man soll halt hier einfach normal verhalten. Man kann auch Ender-Chests bauen, wenn man will. Komplettes Applied-Chest-System kann man sich bauen. So wie hier eigentlich, man kann sich austoben. Man soll es halt nur nicht übertreiben, dann passt das. Wenn keiner was gegen haben, man kann Öl farmen und alles mögliche.
Also wenn ihr mit mir gemeinsam spielen wollt, schaut vorbei auf dem Server. Alles dazu findet ihr eben im Video, in der Videobeschreibung, beziehungsweise den Link zum Forum. Dort steht alles über Server. Ich freue mich. Wie gesagt, Map-Download auch in der Videobeschreibung. Schaut vorbei. Bis dahin, viel Spaß. Und ich lasse hier die Bude rocken. Ciao.